Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Und wir sind heute unterwegs auf X10, Linie 115, zusammen mit dem Nico. Hallo. Guten Tag. Ja, wir fahren heute mit einem MAN NE272 EN92 oder 93? 98. Jedenfalls mit Void-Getriebe. ich mit der Standard XC Berlin Lackierung und Nico hat irgendwie voll Special Werbung von Blumenkölsch oder so. Oder Pflanzenkölle. Ihr Gärtner, die Erlebniswelt, Gartenheim und Freizeit. So, lassen wir mal die Hirnochsen hier rein. In Teltow, im Havelpark, in Borgsdorf, in Hoppegarten, in Wildau. In Käse, in Eichel, in Hubs, ja. Ja, genau. So, ich muss ganz kurz mein Spiel leiser machen, sonst fliegen mir die Eier weg. Sag mal, welche Farben haben die Innenraumstangen bei dir? Meine Innenraumstangen sind yellow. Aha, und die an den Türen rot, ne? Und die an den Türen sind rot, jo. Ja, das ist, glaube ich, ein Fehler. Ich kann mich nicht vorstellen, dass das so normal ist. Ehrlich gesagt, ist mich das Busen. Das ist so bescheuert. So. So, wie ist denn das jetzt hier mit den Lampen? Guck mal, also meine Lämpchen sind an. Also 7 und 9 muss man drücken, ne? Ich habe Busen. Nur 9 angemacht. Die 7 ist ja vorne. Und wenn du vorne die Tür aufmachst, musst du das eigentlich auf automatisch angehen, oder? Ja, eigentlich ja. Tut's aber nicht. Wow. Tut's bei euch in Aachen schon, ne? Ja. Ja, ja, in Hamburg auch. In Hamburg? Ich fahr mal ein Stück vor. Oh, wir haben nur noch 0,4. Oh, das ist ja gut. Da kann man losfahren. So, müssen losfahren. Also vorwärts, 0,5, ne? Hab ich. Ich hab 0,3. Ich lass mal den hier vor. Nee. Also, hab ich nicht also Abmarsch. Gut. Ich mach mal die Pfeile an. Ernsthaft, der hat noch immer nicht genug Druckluft. Ich raste aus. Dann mache ich ja den Motor schon mal vor einer Runde angemacht. Und wir können ja nicht so aus dem Nachmachen. Der Bus ist so leise jetzt, aber ich will ihn nicht lauter machen, weil sonst ist er wieder zu laut. Kennst du das? Ja. Dann mache ich meinen Ton einfach ein bisschen lauter. So. Oh. Der Arsch treibt es nach oben. Oh ja. Erzähl das bloß nicht der Gieselotte. Die ist doch schon längst Anstalt! Nein, keine Ahnung, leider nicht. Leider nicht. Wollt sie Frank besuchen gehen? Frank ist ja so. Gehirnmäßig schon 12-mal in der Anstalt. Du musst jetzt auch Ansagen gemacht. Ja, das stimmt. Blinkt bei dir eigentlich auch hier das gelbe Lämpchen die ganze Zeit? Welches? Das gelbe. Ja, sind ja nicht so viele. Das links, das zweite von links, so. In der zweiten Reihe von links, das untere. Ah, jetzt ist es aus. Okay, hat erledigt. Am Rohr. Das links in der zweiten Reihe unter dem Öl. Ja, genau, unter dem Öl. Das hat bei mir bis gerade die ganze Zeit blick. Blick. Warte mal. Drück mal ganz kurz Pause. Mal gucken, was das ist. Nach was sieht's aus? Guckst du an der nächsten Haltestelle, aber. Ah, weißt du noch, was es aussieht? Warte, ich guck mal nach. Ist das eine Filmpost? Nach diesem komischen Kneeling, also diesen. Das ist der Bus komplett abhängt, weißt du? Eine Einzelfahrt, Moment. Machen hier Reisebus. 60. Oh. 60. Danke sehr. Bitteschön. Ich habe heute eine D-Mark-Kasse, sorry. Oh, ich habe ja Fahrscheinverkauf aus. Ja, weil ich immer Angst habe, weil manche ist nämlich D-Mark. Mit dem lasse ich das jetzt auch aus. Solange ich keine Eurokasse habe und die D-Mark in die Hand drücken, ist mir das egal. Andersrum geht das ganz einfach. Jawohl, das stimmt. Ich habe mir das mittlerweile merkt, ich habe mir das schon gemerkt. Ich habe mir das mittlerweile merkt. Ich käse mal Lidl. Ich käse mal Lidl, ne? Oh Gott, Mann. Hör jetzt auf. Review aus. Oh, komm. Ja, genau. Es war arabisch. Das bedeutet, das bedeutet, ich habe euch alle. Ja, genau. Was bedeutet das? Nicht!
Nein, doch. Was? Oh, hier ist eine Baustelle. Wow, hört einfach die Straße auf. Oh, da kommt ein LKW. Speedy Gonzales höchstpersönlich. Deine Mutter ist Speedy Gonzales. Ach, du hast ja auch die anderen Leutchen drinnen, ne? Ja, genau. Mist, das vergesse ich immer. Jetzt ist der LKW mir voll reingelutscht, Alter. Ich bin Trottel, ich habe ja nicht mal die AI-List geändert mit den Straßenmüllwagen und so. Naja, ist doch wurscht. Standardfratzen sind nervig genug. Ich fahre ich eigentlich gerade in so einem Überspacken. Ich bin vorhin nämlich mit dem Auto gefahren. Ich habe eine richtig coole Mod. Ich kann dir mal den Link davon schicken. Oh Gott. Was? Straße? Was? Lernst du eine neue Sprache oder was? Nein, so heißt die alte Stelle. Leut G. Weil hat die das gerade gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Hä? Und bei welcher bist du? Bei der vierten oder fünften schon. Ah, da ist sie ja. Ich bin einer Minute zu spät. Warum? Leut G. Welch. Also, ja, Leut. Ich bin bei der Fähre gleich. Aber mich stört immer noch das Quietschen des Gelenkes. Nee, mich überhaupt nicht. Ich liebe das. Ja, warum? Weil es geil ist. Weil es original ist. Es ist nicht unbedingt realistisch. Es quietscht vielleicht ein bisschen zu heftig, aber früher hat das bei uns auch immer gequietscht. Ja, aber es hat ja nicht jeder Bus. Das stimmt. So random cool, generieren. Das, so. Ja, genau. Das wollte ich auch gerade. Mal quietscht einer, mal nicht. Ja. Lotus, bitte mach es besser. Ja, ist auch wichtig. Genau wie die Matrix zum Beispiel mit diesen, wie heißt das, Wartung, schlechte Wartung, gute Wartung, normale Wartung. Ja. Welche Wartung hast du drinnen? Gar keine. Hä, was? Ich hab die Wartung ausgemacht. Also unendlich? Ja. Warum? Ich mag das nicht, Zeit zu opfern. Bei Morphe muss ich ja sowieso opfern, ja, der macht das ja auch, wenn du es unendlich drin hast. Gerade bei diesem Bus, bei den Standardbussen. Schön. Das ist auch gerade, ich habe übrigens mal eine geänderte Einsatz, wenn du die willst, kann ich dir die schicken mit Solaris und so. Was hast du geändert? Jedenfalls die AI-List hier. Achso. Mit Solaris und alles. Jedenfalls, ich finde das bei diesem Bus gerade so geil, dass wenn man die Wartung auf schlecht stellt, dass die Matrix dann voll im Arsch ist oder so. Das, weißt du? Echt? Habe ich noch gar nicht gecheckt. Viele Flip-Dot-Punkte sind aber voll kaputt. Echt? Das habe ich noch nie! Drauf geachtet, ja, das ist ja gerade das Geile bei dem. Und wenn du die auch wirklich schlecht stellst, kann man teilweise kaum noch was bewegen. Aber es ist manchmal auch realistisch. Ja, manchmal wusste, dass die Flipdot so ein Arsch, da kann man nicht mal mit den Linien zahlen. Flipdot, ey, das war noch Zeit. Ich finde die aber eigentlich ganz cool, die Anzeige. Selbst die Facelifts haben die. Die ersten. Dann kam LED. Welcher Spaß. Und jetzt haben wir wieder Flipdot. Das ist so eine LCD-Flipdot. Von wem ist die Flipdot? Boah. Von welcher Firma? Frag mich was anderes. Ist die auch von Lavo? Wir haben ja bei den MAN haben die andere als bei der. Als die C2s bei uns. Ich tippe mal, die sind halt Standard-MAN-Dinger, weißt du? So. Aber ich weiß nicht, welche die drin haben. Also alle unsere Matrizen sind von Lavo. Haben wir LED und ja. Ja, also früher hatten wir auch jede Menge Flipdot. VH ist ja im Sparen. Die neuen Bus haben nur das Billigste vom Billigsten. Hi. So wie der Lions Hallo in weißer Lackierung und statt die silberne hatte. 2014 waren die noch besser mit silberner Lackierung. Holzbogendesign. Jetzt haben wir noch das Billigdesign, billigere Matrix, alles billig eigentlich. Lächerlich. Muss das so klein sein? Ja, wegen Elektromobilität. So schwachsinnig, ne? Also, statt man das einfach eine blöde Straßenbahn einführt. Nein, man muss jetzt alles auf Elektrobusse schieben, die noch überhaupt nicht ausgereift sind. Ja, oder anstatt man einfach die Dieselbusse lässt. Ah, man muss ja die Emissionen zurücksetzen, ja. Ja, aber gut, wenn man jetzt von ausgereift redet, wir haben eine U-Bahn ausgereift. Also, süße? Okay, ja. Gut, ihr habt eine U-Bahn.
Wir haben hier nichts. Wir haben hier Busse. Ja. Aber guck mal, wenn man jetzt von ausgereift redet, die Sache ist ja, irgendjemand muss ja den ersten Schritt wagen, weil warum sollte Mercedes jetzt Millionen reinstecken in Elektrotechnik, wenn das anschließend sowieso keiner gekauft, kauft, weil es immer weil wieder es heißt, ist. Es ist nicht ausgereift, ja. Genau, oder ist neu. Die Hochbahn macht ja jetzt den ersten Schritt, Innovationslinie haben wir geschrieben, die wollen jetzt, die haben einen Pakt abgeschlossen. Hey, Berlin hat auch voll schon vor lange eine Elektrobuslinie. Ja, ja. Die arbeiten ja auch quasi zusammen, was E-Mobilität angeht. Hochbahn, ja. VH, BVG, Rheinbahn und noch viele andere habe ich gelesen. Die wollen alle auf Elektromobilität umstellen und wir damit auch, ja. Quasi das Projekt fördern. So liebe Fahrgäste, die ihre eigenen Qualität messen. Wir bitten, das Bild während der Fahrt festzuhalten. Ja. Wir haben ja jetzt, den 1Cileo haben wir ja, ne? Den Gelenkbus. Mhm. Eigentlich sollten noch mehr kommen, aber ne, dadurch, dass der Leo ja hier, dass das Werk in Deutschland ja halb abgebrannt ist, Hallo. Ne, Hallo. Dauert das jetzt. So, und ich meine, mittlerweile sind die, seit dem 1. September sind wieder Fahrzeuge im Bau, da in dem Werk. Mhm. Von daher, ne, ich dachte jetzt eigentlich, wir kriegen die gar nicht mehr, aber wir kriegen sie noch. Kriegen, ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Fahrzeuge wir es gelesen sind. Ein Doppelgelenkbus von denen und ein und noch, ich glaube, 8 oder 9 Gelenkfahrzeuge. Und den einen, den wir jetzt haben, der wird ab, also seit kurzem erst, richtig regulär im Betrieb in Betrieb genommen. So. Der arbeitet im Betrieb, so jetzt haben wir es. Das ist ja wie bei der Frau Hagen. Die haben ja einen Van Hol, der auch noch nicht in Betrieb ist. Mal ab und zu, mal auf Linien fährt halt zusätzlich noch. Aber der wird meistens einfach nur so gefahren, so als Testfahren. Schon über ein halbes Jahr irgendwie, auch Blödsinn eigentlich. Und die haben jetzt auch 5 Solo-Sileos gekauft und 5 Gelenks-Sileos. Die sollen aber dann im Bereich Berg fahren. Das heißt quasi hier. Das heißt, ich könnte morgens die Sileo erwischen. Ja, ja. Die haben wir extra auch gekauft, weil halt Aachen so bergig ist. Mhm. Also Leo ist natürlich das Schöne. Die Technik beruht sich ja auf Nachtladen. Mhm. Nicht auf Zwischenladen. Und das will halt die VH im Bereich Berge doch einsetzen. Weil das ist halt viel zu teuer, mit diese scheiß Ladesäulen zu kaufen. Ne? Ja, ich habe wohl, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendwer hat mir gesagt, dass die Dinger, die lädst du nachts über auf und tagsüber kannst du ganz normal mit denen fahren. Richtig, richtig. Das will ja die Frau haben, Berge. Ja, das will die ASEG auch. Warum soll ich denn die ganze Zeit die Dinger auf den Betrieb so viel laden gehen? Oder auf den Uniklinik oder was ich, wo man denn diese Ladesäulen aufstellt? Ja, nicht nur das, die sind halt sauteuer, die Ladesäulen. Ich Boah, weiß, dass zwei Minuten zu früh, ey. Die Hochbahn setzt ja auch auf die Technik, Batteriebus. Ist ja genau das gleiche letzten Endes. Ich auch, 2,7. 1,7 bin ich. Scheiße. Man muss auch weiterschalten. Oh, ich bin jetzt 7 Sachen nicht angesagt. Machnower Straße, Berlepstraße. Müssen wir jetzt links ab? Ja, ja, wir müssen hier links. Aber ich warte noch, bis meine Verfügung. Die kann man richtig schlecht lesen, die Dinge. Was? Ja, lol, mich hat einfach einer weggerannt, GG. GG, hab ich dich angesteckt, ja? Das ist schön. Jein. Doch, ja, hab ich wohl. So. Ja, aber vorher hab ich's auch ab und zu mal gesagt. Aber nicht so oft. Was haben wir noch? Ich bin jetzt am Freitag, also vorgestern, das erste Mal mit dem 309, also mit dem Hybridbus von MAN gefahren, den wir ja auch hier haben. Mhm. So nervig als Fahrgast, wenn du hinten drin sitzt. Man, du stehst, du hörst ja nichts. Ne? Dann fährt der elektrisch an und dann geht der Motor an. Ja? Ja. Und nicht nur, dass es extrem unbequem ist, weil es halt extrem, weil der ganze Bus halt dann anfängt zu vibrieren, ne? Sondern auch, weil es dann einfach laut ist. Gell? Und irgendwann während der Fahrt geht er einfach mal wieder aus, weil wieder keine Motorleistung mehr benötigt wird. Und eine Batterie reicht dann wieder aus. Also das ist ganz komisches Fahrzeug. Ja, gut, das liegt aber auch an der MAN-Technik. Die sind ja jetzt noch nicht so ausgereift. Ne? Aber die Volvo können das schon recht gut. Die haben ja viel mit Hybrid rum experimentiert, jahrelang. Ich glaube, die Volvo-Bus hatten wir noch nicht mal als Test hier. Das sollten die vielleicht auch mal machen. Weil die neuen, die zittern kaum. Also
von Elektro auf. Der Diesel geht gut über, nix zittert oder so, ist eigentlich echt gut. Warum hat der keinen Repaint jetzt in Tau? Ich dreh manchmal durch. Ja, manche, das habe ich auch bei Mandingen aber auch manchmal. Oder dann auf einmal, da kommt mir ein Bus ohne einen Repaint entgegen, wo ich mir denke, ja. Warum? Ach so, ich weiß warum. Ach shit, ich habe die Türfreigabe reingemacht. Ich hab die Haltestellenbremse. Nee, ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass der Citaro-Band wieder rumgebackt hat. Ich habe nichts zu trinken hier, ich reg mich gerade übelst auf. Ich habe ein Glas Wasser, das war's dann aber auch. Und eine neue Fanta. Kennst du die Special Edition Pink Grapefruit Zero? Von Fanta? Nee. Schmeckt lecker. Schmeckt gar nicht so nach Grapefruit, wie man denken würde. Habe ich hier noch eine Flasche Wasser stehen, irgendwie von... Warte, in meiner Arbeitstasche. Anstatt zur Küche zu gehen. So. Was hast du gerade getan? Ich habe gerade das Headset ausgezogen und bin an meine Tasche gekrexelt. Krexelt? Gekrexelt. Wie sieht es eigentlich im Moment aus mit deiner Arbeitssituation? Gut. Erzähl doch mal was. Ja, also wir hatten jetzt die letzten beiden Wochen Streckenkunde. Ja. War übelst geil, ne? Mhm. Kann ich mir vorstellen. Was haben wir noch? Streckenkunde, wir haben halt, ich kenne halt jetzt so. Schon, also ich bin halt da hingekommen und ich kannte kaum, oder eigentlich kannte ich gar kein Fahrzeug mit Wagennummer. Mittlerweile ist das schon, ne? Also, ja, es ist noch nicht perfekt, da kann natürlich noch was ausreifen, aber mittlerweile sagen wir, oh guck mal, da kommt Com 323 ist zum Beispiel der Capacity, ne? Mit der Tablet-Werbung von Mercedes. Ja, ja. Ich meinte, die Werbung an sich spielt ja keine Rolle, aber ist ja zumindest wichtig, mal zu wissen, ob es ein Gelenkbus oder ein Solo-Fahrzeug ist, weißt du? Ja. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, also ich war immer der Überzeugung, wir haben 100% Void auf dem Hof. Wir haben 4 Fahrzeuge, die haben ZF Ecolife. Boah! Ja. Aber die Dinger sollen wohl richtig ziehen, ne? Also. Das kann doch nicht. Ja, eigentlich ist Void ja, aber na. Ich weiß ja auch nicht. Ich weiß ja nicht, was Mercedes da gemacht hat. Wahrscheinlich mehr PS. Das kann auch sein, das ist ja dicker. Also, wir haben auf jeden Fall immer die kleinen Motoren drin, ne? Ja, haben die ZF wohl die dicken Motoren drin. Alter, also hier ist voll der Stau, Mann! In Zehlendorf. Nö. S-Bahnhof Zehlendorf. Hier ist übel. Ich resette. Bei mir leckt das einfach nicht. Ja, bei mir auch, aber wegen dem Stau. Hier ist übelst Stau. Bei mir. Oh, vielleicht. Keine Ahnung, Penis? Oh. Kurz laden und zack. Und diese Lecks sind voll mit Kotzen. Ey, der will nicht diesen Lotter anstellen. Ich habe viel über die Asiag an sich so gelernt, so von der Historie und. Echt, es macht mega Spaß. Ich freue mich auch schon. Morgen geht es halt in die erste Abteilung. Da sitze ich dann beim Verkehrsmeister für die nächsten 5 Wochen. Was habt ihr da für ein Auto? Wir haben sowohl VW Passat als auch ein Mercedes Vito. Oder Viano Vito? Irgendwie sowas. Die V-Klasse halt. Ich glaube, Vito ist der. Viano ist der größer. Der Viano ist auf jeden Fall der Wagen. Ja, der Personenwagen. Den gibt es aber auch als Vito. Genau, den gibt es auch als Vito, den benutzen meistens die Handwerker oder so. Ein Vito. Weiß ich gar nicht. Ich habe bis jetzt immer nur einen gesehen, es kann auch sein, dass der andere draußen war oder so. Aber auf jeden Fall, wir haben mehrere Fahrzeuge. Wir haben halt den Vito, das weiß ich, wir haben halt einen Passat, wir haben auch noch einen älteren Passat. Und wir haben auch ganz viele Opel, nicht Vectra. Astor? Das sind so, die haben so einen Buckel, sie sehen so ein bisschen aus wie so ein Käfer, also, die haben halt so einen runden Dach, so großes. Ich weiß nicht, es ist ein Opel. Lass mich in Ruhe, ich weiß es nicht. Ein Buckel? Ist das jetzt ein Kombi? Nee, es ist kein Kombi. Ja. Es ist quasi... Ja. Die Version gibt es auch als 7-Sitzer, so. Saphira? Das kann sein, der Opel Saphira kann hinkommen. Weil das ist ja ein Van. Das kann trotzdem sein. Das kann, keine Ahnung. Und Ablösefahrzeuge, was habt ihr da? Ablösefahrzeuge? Definiere quasi, Ablösefahrzeuge. Ja, quasi Busfahrer so und so, nimm mal den und den. Meinst du Reservefahrzeuge oder was?
Ja, quasi. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch geregelt ist, aber... Also, ja, nee. Hier, wir haben hier Elektrosmog. Also haben wir bei der Form. Ach so, das meinst du, das haben wir auch, ja. Die ja, Elektrosmarts. Ach auch? Ja. Aber meistens aber ist das so, wir haben ja die Ablösung, ist, findet bei uns ja immer am Bushof statt. Und wir haben eine eigene Buslinie, die von unserem Depot aus zum Bushof fährt, im 15-Minuten-Takt. Und die meisten Leute fahren halt mit dem Bus dann da runter. Wir dürfen ja auch kostenlos fahren, ne? Weil wir sind ja die Asien. Ja, im eigenen. Ja. Und wir fahren halt immer mit der 43 vom Betriebshof runter zum Bushof. Das dauert 10 Minuten oder maximal eine Viertelstunde. Und dann kannst du den Kollegen ablösen. Hey. Und wie lief das jetzt ab mit der Streckenkunde? Ja, da hab ich mich mit meinem mit Auszubildenden haben wir uns dann in die Linie gesetzt und sind dann mit dem Kollegen dann durch die Linien abgefahren. Also erst im Linienbetrieb. Ja. Davon und Leute mitgenommen. Hallo. Das war eine ganz normale Tour und wir sind einfach mitgefahren und haben uns die Strecke gemerkt. So. Shit. Ah, diese scheiß Eurokasse, ne? Hier, nimm einfach. So. Bei mir bezahlen die fast alle passend. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist sehr unrealistisch.